Der FCA-Wald erwächst und wächst. FCA-Fans, Mitglieder, Spieler und Cheftrainer packen gemeinsam mit an. Es ist die dritte Baumpflanzaktion auf der insgesamt rund 4 Hektar großen Fläche. Also wir versuchen zuerst mal eine Mischung aus verschiedenen Baumarten herzustellen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir eben nicht wissen, was ist in 50 Jahren, was ist in 100 Jahren, was den Klimawandel anbelangt. Das ist alles sehr dynamisch und sehr, sehr schnelllebig. Und wir pflanzen einen Wald, der jetzt nicht bloß 100 Jahre oder 200 Jahre stehen soll, sondern einfach länger. Und deswegen müssen wir Bäume pflanzen, von denen wir davon ausgehen können, die Wissenschaft davon ausgeht, dass die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach überleben. Vor 2 Jahren startete der FCA mit seinem Waldprojekt unweit der WWK-Arena. Inzwischen sind bald rund 13.000 Bäume gepflanzt, 20.000 sollen es insgesamt werden. Das Motto: gemeinsam aktiv für Umwelt und Region, Verantwortung zeigen. Auch FCA-Spieler pflanzen Setzlinge ein mit Leidenschaft, obwohl sie diese Arbeit meist zum allerersten Mal machen. Ich habe noch niemals probiert mit so wie hier. Also das ist sehr, sehr schön, finde ich. Es ist schon Spaß und man lernt schon immer ein bisschen Neues hier. Nee, das ist eine Arbeit, die ich jetzt zum ersten Mal mache, aber die bringt mir schon Spaß. Kann ich auch schon mal zu Hause machen bei dem Garten. Gartenarbeit? Nein, mache ich normalerweise nicht, aber für einen guten Zweck mache ich das gerne. Ich war ja lange nicht mehr hier und jetzt zu sehen, wie die schon so groß ist, ist natürlich toll. Auch jetzt für die Umwelt natürlich, dass jetzt auch man sieht, es hat noch viel Potenzial und ja, ich bin gespannt, wie es danach wieder ausschaut. Ich glaube, das Jahr davor gab es ja auch schon und es ist gut hier mit den Fans ein bisschen zusammen Bäume pflanzen für die Natur. Diese dritte FC Augsburg Baumpflanzung ist der Abschluss von verschiedenen Aktionen rund um die Grüne Woche. Ob Müll einsammeln oder Bienenhäuschen basteln, Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden beim FC Augsburg großgeschrieben. Die FCA Nachhaltigkeitsstrategie will Brücken bauen, Menschen bewegen, Umwelt schützen. FCA-Cheftrainer Jes Torup jedenfalls geht immer mit gutem Beispiel voran. Zur Arbeit kommt er bei Wind und Wetter prinzipiell mit dem Rad. Zurück zum FCA-Wald. Trainer, Spieler, Mitglieder und Fans arbeiten Hand in Hand, fleißig und konzentriert. In der Gemeinschaft macht das ganz besonders großen Spaß. Ja, ich finde es ganz toll, dass da die Fans einfach mit dabei sein dürfen. Das ist so ein bisschen mittendrin. Und ja, der Trainer ist nahbar, die Spieler sind nahbar. Also ja, ist eine tolle Aktion. Also natürlich finde ich es immer gut, wenn man sich für den Klimaschutz oder für die Nachhaltigkeit engagiert. Hervorragend, macht Spaß. Ich habe noch nie einen Baum gepflanzt. Heute waren es 5. Und dann machen wir weiter, ja. Und Sie, damit er nicht alleine, sind ja viele dabei, die von der Thematik überzeugt sind. Ich finde, das sollte jeder mal machen. Mindestens einen Baum pflanzen, so heißt es ja immer. Wir haben heute mit 5 begonnen. Der FCA-Wald ist auch ein Teil der Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Augsburg. Eine wichtige Kooperation zwischen Stadt und Verein. Ich meine, da sind 2 am Werk, die wissen, was zu tun ist, die es können. Das ist einmal der erfolgreiche FCA mit seinen Fans und auf der anderen Seite die Stadtforstverwaltung, die dieses Jahr mit dem Waldgebiet des Jahres 2024 bundesweit ausgezeichnet wurde. Also man sieht 2 Teams, die doch was drauf haben. Der FCA-Wald erwächst. Ein tolles Projekt für die Umwelt und für die Region.